Na, hallo zusammen, ich hier ist wieder Deutschella und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, was wir uns nur als Ventier spielen können. Und zwar befinde ich mich dafür auch schon auf meinem Ventier-Char. Und da sind wir einmal hier in Ravencrest und dann hier unten in Sündensturz. Und hier neben unserem Anima-Reservoir befindet sich auch der Ruhmrüstmeister und der verkauft uns einige lustige Sachen von. Ähm, ja, Pets, Transmog, Toys und vielen weiteren Geschichten haben wir unter anderem auch ein Mount. Sündensturz Gargon schimpft sich das. Und dafür haben wir zwei Voraussetzungen, die wir brauchen, um das kaufen zu können. Zum einen brauchen wir 5000 Anima, das ist. Na, ja, doch schon einiges. Ich habe mit dem Twink, wie ihr seht, schon ein bisschen was zusammengefarmt. Und die zweite Voraussetzung, die wir haben, ist eine Ruhmstufe. Und zwar brauchen wir die Ruhmstufe 23. Solltet ihr jetzt nicht wissen, wie ihr eure Ruhmstufe hochbekommt, es gibt äh, zwei wöchentliche Quests: einmal müsst ihr Geister aus dem Schlund zusammensammeln. Und ähm, das zweite ist quasi, dass ihr einmal ja, 1000 Anima sammeln müsst. Das sind zweimal wöchentliche Quests. Wenn ihr das jede Woche macht, kriegt ihr immer jeweils eine Stufe, also insgesamt zwei Stufen in der Woche. Solltet ihr jetzt ein bisschen hinten dran sein, und wenn ihr noch nicht auf 23 seid, dann seid ihr hinten dran, vielleicht mit eurem Twink, dann habt ihr die Möglichkeit, die ketchup mechanik in Anspruch zu nehmen und ihr bekommt dementsch, ähm, ja, davon dann ähm, von World, vom World Boss immer eine Ruhmstufe. Ihr bekommt vom getöteten Dungeon-Bossen, von getöteten Raid-Bossen, von gewonnenen BGs eine Ruhmstufe. Also es gibt da einige Möglichkeiten, das schnell nachzuziehen, wenn ihr halbwegs aktiv spielt. Zusätzlich gibt es auch noch von den Berufungen ab und an Ruhmstufen, also da sind schon viele Möglichkeiten gegeben. Solltet ihr jetzt Probleme haben, das Anima zusammenzukratzen, ich habe auch ein Video aufgenommen, wo ich euch zeige, wie man effizient Anima farmt und dementsprechend kann das vielleicht dem einen oder anderen weiterhelfen. Übrigens, es gibt noch ein zweites Mount, das man sich hier holen kann, und zwar hier die diese schicke Fledermaus, das habe ich euch aber auch schon im anderen Video gezeigt, dass man sich die am besten nicht beim Händler kauft, sondern die kann man auch von einem Rare bekommen und dementsprechend vielleicht farmt ihr das lieber bei Harika, das ist der Rare, bei dem man es quasi bekommen kann. Spart euch hier das Anima, denn es gibt hier noch einen Haufen andere lustige, schöne Transmog-Optionen, die man sich kaufen kann und ja, ich, würd, ich würde mal sagen, da kann man das Anima gut für was anderes Verbrauchen. so ich würde sagen wir kaufen uns jetzt einmal den Sündensturz Gargon und schauen uns den an hier können wir leider nicht aufmounten deswegen müssen wir einmal nach oben und da können wir hier diese Fledermaus nehmen. Mittlerweile haben wir ja hier eine Möglichkeit, nach oben zu kommen. Und wir können gleich schon mal reinschauen. Gargon, da gibt es wie bei allen Covenants wieder insgesamt acht Mounts, die man sich holen kann pro Covenant. Das ist jetzt hier das fünfte, was ich mir jetzt hier geholt habe. Der Sündensturz Gargon. Und den gucken wir uns jetzt einmal an. Ihr seht hier, das ist ein weißlich gehaltener Gargon mit einem roten Sattel obendrauf mit bisschen Goldverzierung. Mount Special schauen wir uns selbstverständlich auch noch an hier. Er gräbt ein bisschen, holt einen Knochen raus, schüttelt den. Ich denke mal, von den anderen Gargon Mounts kennen wir das Mount Special schon. Jetzt schauen wir uns mal die anderen noch an. Gargon. Und zwar haben wir hier uns schon verschiedene andere Varianten geholt. Wir haben ähm, immer zwei verschiedene verschiedene Typen. Einmal das, die Basic-Version quasi, die hat ein bisschen weniger Rüstung und dann gibt es immer noch die mit ähm, quasi einer Panzerung oben drauf, da ist ein bisschen mehr Rüstung drauf, da hat man auch noch hier so einen Stein hinten am Sattel mit drauf, ist so ein bisschen auf Grabstein angelehnt. Und ja, auch die quasi kleine Version sieht eigentlich ganz nice aus. Insgesamt ähm, gibt es acht Stück von diesen Mount-Typen, das ist bei allen Covenants gleich und ähm, eine könnt ihr halt immer unten kaufen beim Händler. Andere schaltet ihr zum Beispiel über ähm, den Room noch frei. Da müsst ihr dann einfach auf Room 29 oder 39 müsst ihr kommen. Dann kriegt ihr dann auch nochmal einen Mount, beziehungsweise von Zusatzgebäuden und vielen anderen Geschichten. Das habe ich euch aber auch schon in anderen Videos gezeigt, beziehungsweise die letzten drei, die mir jetzt hier noch fehlen, werde ich euch dann natürlich in weiteren Videos noch zeigen. Ähm, solltet ihr euch für die anderen Covenants auch interessieren, könnt ihr da gerne auch äh, reinschauen. Ich ähm, werde mir alle Mounts auch mit den Twinks holen, heißt auch bei ähm, den Nightfee, bei den Necrolords und dann auch bei den Kyrianern. Habe ich auch schon die meisten zusammen, also da könnt ihr gerne mit in die Playlist gucken. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Cheddar, bis zum nächsten Mal. Äh, ciao.